Hey, what's the idea of spoiling the game? I was for onesies. Well, here's twosies. Oh, oh. Ja, seid mir gegrüßt. Willkommen zu Hanse die Expedition, ein Titel aus dem Jahr 1994 von dem Ralf Klau und Asken oder Ascaron. Das Spiel ist damals für MS-DOS erschienen und für den Amiga und es ist eben eine klassische Wirtschaftssimulation, wie man das auch schon von früheren Titeln her kennt. Also das Ur-Hanse ja von 1986 und das ist im Prinzip dann der geistige Nachfolger. Man hat hier versucht, nochmal ein bisschen Polishing irgendwie zu betreiben, hat es also grafisch ein bisschen aufgewertet, hat auch ein paar Neuerungen gebracht, wie also zum Beispiel, dass man Expeditionen machen konnte mit seinen Nachkommen. Dann das Thema Nachkommen als solches ist dann nochmal hier neu und es gibt also mehr Zufallsereignisse und das Ganze ist eben durch die Bilder ein bisschen aufgehübscht worden. Ansonsten hat sich jetzt spielerisch nicht viel getan. Es ist weiterhin der klassische die klassische Wirtschaftssimulation mit Ostseehandel. Man hat also Schiffe und schickt die in Städte mit Waren und die werden dann eben zurücktransportiert und dadurch vermehrt man dann sein Geld und kauft eben neue Kontore. Ja, man kann heiraten, man bekommt Kinder. Das ist vielleicht was dann eben neu ist. Die Kinder, die kann man dann eben erziehen in verschiedene Richtungen und kann man auch zum Beispiel dann auf Expeditionen schicken, um dann Handelsplätze für sich zu gewinnen. Das wird es jetzt im Let's Play nicht geben. Bitte das zu entschuldigen. Das hatte sich einfach aus spieltechnischer Sicht dann nicht so ergeben. Das Let's Play als solches ist relativ lange. Ich habe es ein bisschen eingekürzt jetzt. Nicht, weil ich es jetzt generell kürzen wollte, sondern einfach, weil es spielerisch dann halt Sinn macht, weil in späteren Jahren man dann Dinge relativ repetitiv dann auch macht. Deshalb gibt es dann so einen kleinen Cut und ich habe dann so einen Zeitraffer gemacht, was in den Jahren dann eben so passiert ist. Ansonsten würde ich sagen, gibt es jetzt hier gar nicht so viel zu erzählen. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Also, los geht's! Thank you.
So, legen wir los. Begonnenes Spiel fortsetzen. Nein. Wir schreiben das Jahr 1356. Wie viele Bürger begehren die Aufnahme als Händler in der Stadt Lübeck? Einer. Name. Ich bin der Andi. Ich bin ein Mann. Bürger Andi, hiermit wird das Privileg zuteil, in die Handelsrolle eingetragen zu werden. Der Senat im Jahr 1356. Es war Stille See, Üstad, Wolle 54. Ja, hier also die Ansicht. Gibt es also verschiedene Dinge, die wir tun können. Ja, hier ist so das Kontor. Wir haben momentan in Lübeck und Üstad haben wir Kontore, die wir also da ausbauen können. Da gibt es dann noch ein Hinterzimmer, das machen wir dann später. Ja, Schiffe. Hier bauen wir also Schiffe und bessern also die Takelage und den Rumpf aus. Geben also Bauaufträge. Hier kann man also Rumpf ausbessern. Und Takelage, ja, sind wir bei 100%. Ist jetzt nicht so aufschlaggebend. Ich gebe gleich 3 Kocken in Auftrag. Es gibt auch hier nur Kocken, also wird jetzt nicht irgendwie unterschieden. Und dann, ja, elementar ist dann hier der Wahrsager, und zwar die Wetterprognose. Immer wenn er eine Wetterprognose machen will, da geben wir Geld für aus. Und es wird jetzt hier unerquicklich. Das heißt, wenn es unerquicklich ist, dann sollte man eben wenig bis gar keine Schiffe schicken. Ja, jetzt hier im Lager Salz. Da werden wir zuschlagen, 2 Mark pro Salz. Das ist das günstigste, was es eigentlich gibt. Müssen wir ein bisschen drauf achten. Lagerraum haben wir momentan 900, das sehen wir da unten. Wolle hatten wir 54, die verkaufe ich. Ich verkaufe eigentlich jede Runde immer alles. Ich schaue jetzt dann nicht so auf die Preise. Es gibt da auch diverse Werte, an denen man sich orientieren kann. Meine ich zumindest mal was gesehen zu haben. Aber ja, mache ich im Großen und Ganzen nicht. Jetzt können wir hier in Üstad schicken wir also ein Schiff. Ein Schiff sollte man eigentlich immer schicken, weil dann erhält man halt auch diverse Ereignisse, ob gut oder schlecht. Dombau, ja, gibt es noch nicht. Bank gibt es auch noch nicht. Kommt dann nächstes Jahr. Sind wir fertig. Der Schreiber hat nachweislich festgestellt, dass ihnen die Bank zu hohe Zinsen berechnet hat. Sie erhalten einen Eigenanteil von der Bank. Sehr schön. Das war stürmisches See. Üstad 24 Wolle. Ja, also unerquicklich war es ja, also stürmisch. Gut. Kurz reparieren. Takelage, Rumpf. Geld haben wir jetzt nicht so viel. Das werden wir uns aber gleich beschaffen. Wahrsager, Zukunft. Ja, wenn er die Zukunft voraussagen will, das brauchen wir nicht, weil die Zukunft kann ich ja jetzt auch nicht irgendwie beeinflussen, indem ich irgendwas verkaufe oder sonst was mache. Also das brauchen wir nicht machen. So, jetzt kommen wir hier mal zur Bank, wo wir also unsere Anteile haben. Wir haben momentan 91 im Besitz. Da werde ich jetzt erstmal einen großen Teil verkaufen, damit wir dementsprechend Geld haben, um ein bisschen damit zu arbeiten. 30, ja. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Wir machen Bauauftrag 3 Schiffe. Und repariert hatten wir ja. Wahrsager war klar. Das heißt, wir gehen ins Lager, Salz bei 3 Mark, Wolle verkaufen wir. Kaufe ich mal keines. Ja. Okay, ja, jetzt können wir Speicher kaufen. Also Lübeck und Üstad haben wir ja. Man kann also bis zu 5 Speicher pro Stadt haben und 20 Kanonen. Ich kaufe mal hier in Lübeck 3 Speicher. Und in Üstad, ja, 2, ja, also der Speicher ist halt eben wichtig, damit man mehr lagern kann. 2 Schiffe jetzt noch gesendet, 10.000 hätte ich jetzt noch, ja, Kinder haben wir nicht. Händel können wir auch nicht allzetteln, wenn wir alleine spielen. Und dann werde ich am Anfang, denke ich mal, Tönsberg kaufen. Weil Tönsberg hat Tran und Tran ist irgendwie
ja, gefühlt irgendwie immer ganz gut vom Preis her. Weiß auch nicht. Ich möchte jetzt gerne einen Speicher kaufen. Warum geht's da nicht? So, jetzt haben wir einen Speicher. Sehr schön. Dann schicken wir hier noch zwei Schiffe hin, würde ich sagen. Wir wissen jetzt nicht, wie das Wetter wird. Normalerweise würde ich dann immer so die Hälfte der Schiffe schicken. Am Anfang haben wir jetzt vier Schiffe. Ah, ist noch nicht so wichtig. Geld haben wir natürlich keins mehr. Müssen wir noch ein paar Anteile verkaufen. Ein bisschen Geld sollte man sich irgendwie immer zurück halten. So, weiter. Die Stadt Lübeck verpflichtet sie zur Zahlung eines Obolus in Höhe von 150 Mark für die Finanzierung einer Stadtwehr. Ah, sowas. Stürmische See. Ja, 114 Wolle und 34 Tranen. Wollen Sie eine wunderschöne, kühne Dame mit gutem Leumund heiraten? Ja, bei der Heirat, ist immer so eine Sache. Wunderschön und kühn. Sparsam ist irgendwie immer gut. Ich werde jetzt hier mal ablehnen. Der Wahrsager, die Zukunft interessiert uns nicht. Das heißt, wir werden reparieren. Eins sind schon 10%. Das kostet dann hinterher dann ziemlich viel. 3400 haben wir noch. Ja, erstmal hier alles verticken. 114 Wolle, 34 Tran. Salz können wir noch ein bisschen einkaufen. Was haben wir denn? 900. Das heißt, ja, kaufen wir hier noch 500. Und dann gehen wir noch einen Bauauftrag. Ja, Geld ist halt noch nicht so toll. Müsste ich nochmal Anteile verkaufen. Ja. Also später müssen wir die halt alle zurückkaufen, um halt dann eben auch im Rang aufzusteigen und dann dementsprechend Bürgermeister zu werden. Aber ich verkaufe nochmal, damit ich hier nochmal drei Kocken bauen kann. Und ein Speicher in Tönsberg, der könnte sich eigentlich auch noch ausgehen. Machen wir mal noch einen vielleicht. Oder in Istad. Naja. Sehen wir erstmal die Schiffe. Also ich habe jetzt hier ein Schiff mal aufbehalten. Drei Schiffe. Ja, okay. Das passt also. Also sind wir hier fertig. Aus einem Wechselgeschäft erhalten Sie 3000 Mark. Ja, das ist ja schön. Händler Andi, hiermit wird das Privileg zuteil, in die Kaufleute-Kompanie aufgenommen zu werden. Der Senat. Ja, der unterschreibt hier immer. Bewegte See. Und jetzt haben wir hier eine bemerkenswerte, beherzte Dame mit gutem Leumund. Ah, ich glaube, das soll man machen. Beherzte Dame. Keine Ahnung. Mein Heiraten ist grundsätzlich nicht schlecht. Auch direkt am Anfang, weil man dann halt Kinder bekommt. Ja, bis dass der Tod euch scheidet. Die man dann einsetzen muss, auch ins Testament. Also wer dann letzten Endes erben soll, ist dann auch wichtig. Am besten wechselt man dann immer nochmal. Die Linde bringt stolze 18.784 Mark mit in die Ehe. Ja, das ist doch schön. Und dann haben wir auch gleich hier einen Sohn. Den nennen wir Andi, den zweiten. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Wetterprognose, das machen wir. Gutes Wetter. Also das muss auch nicht immer 100% stimmen. Aber im Allgemeinen stimmt das schon dann. Also wenn es die Wetterprognose gibt, sollte man sie auch machen. Ich baue drei Schiffe. Ausbessern, Rumpf, Takelage. So, wir verkaufen den Tran, wir verkaufen die Wolle und kaufen noch ein bisschen Salz. Jetzt haben wir hier Lagerraum von 1000. Ich glaube, das geht Jahr für Jahr dann irgendwie hoch. Bin jetzt gar nicht sicher. Oh, jetzt habe ich 2000 gekauft. Weiß jetzt gar nicht genau, das war, glaube ich, pro Speicher 1000. So war es, glaube ich. So, wir schicken hier nach Tönsberg jetzt mehr Schiffe und Üstad und kaufen noch einen Speicher in Tönsberg.
Das heißt, wir hätten grundsätzlich Platz für 4000 Waren. Kaufe ich noch einen in Lübeck. Das heißt, 5000 Waren hätten wir jetzt Platz. So, hier sind wir jetzt mal im Hinterraum. Und ich mache eigentlich immer ganz gern hier beim Lehrer den Krämer. Ja, Andi der Zweite. Sieht ein bisschen lustig aus da. Weil der Krämer mir dann mehr bringt. Also es gibt ja auch noch andere. Sie stellen fest, dass der Geldwechsler in Lübeck sie betrogen hat. 400 Mark haben sie verloren. Es war ruhige See. Sehr schön. Wahrsager, Zukunft brauchen wir nicht. So, Tran ist auch 22 Mark, also auch recht stabil hier so. Ja, manchmal hakt das da so ein bisschen mit dem Cursor und mit dem Verkaufen, weiß auch nicht warum. Ah, gut. So, Wolle verkaufen wir. Salz. Ja, 1000 haben wir, dann kaufen wir hier nochmal 1300. Schiffe, Takelage, Rumpf, Bauaufträge. Ja, machen wir 3. Auch noch 10.000 in der Hinterhand. Und senden Schiffe. Jetzt haben wir keine Wetterprognose, aber ich schicke mal 4 und 4. Nur noch 8.000. Ja. Ist okay. Machen wir weiter. Die Handelsbilanz ihres Schwiegervaters ist katastrophal. Retten Sie ihn mit 5000 Mark. Natürlich nicht. Ein guter Leumund als zahlungsfähiger Kaufmann ist in Verruf geraten. Euer guter Leumund. Ja, ich habe keine 5000 jetzt. Bewegte See. Und eine Tochter. Die nennen wir jetzt Karin. So. Dann nächstes Jahr schauen wir mal. Erstmal hier Rumpf, Takelage. Das sollte man eigentlich immer hochhalten. Also man kann es auch mal irgendwie bei 95 belassen oder so, aber ja. Gut, dann ja, Tran verkaufen wir. Wolle verkaufen wir. Salz für 2 Mark. 1500 haben wir noch. Was macht die Wetterprognose? Unerquicklich. Ja, werden wir nichts schicken. Oder eben wenig schicken. Schicken wir mal 1 nach Tönsberg und 1 nach Ystad. Also da sollte man sich auch ein bisschen dran halten, weil später wird es dann wirklich sehr teuer. Anteile haben wir noch 46. Da kaufen wir mal 4 wieder zurück. Also das ist auch so ein Spiel, das geht immer hin und her. Manchmal kauft man wieder zurück, manchmal muss man wieder was verkaufen. Ein Schreiber hat zwei ihrer Unternehmensanteile verbummelt, die ein unbekannter Finder bei der Bank in Bares umsetzt. Das ist aber schlecht. Stürmische See. Ah ja. Gut, gut. Takelage. Rumpf. Weil die Prozentzahlen orientieren sich eben dann auch daran, wie viel Schiffe man geschickt hat. Also Zukunft wollen wir nicht. Da werden wir wieder verkaufen. Ah, dieses Geklicke manchmal. Okay, Salzpreis ist immer noch bei 2. Wir wissen aber jetzt nicht, wie das Wetter wird. Lassen wir es mal. Und schicken 4 nach Tönsberg, 4 nach Ystad. Ja, Geld ist jetzt auch nicht so dolle. Andi wird als Vater eines unehelichen Kindes genannt. Geben Sie es zu. Nein, peinlich. Es gibt Zeugen, die Mutter bekommt 2414 Mark für den Jungen. Sowas aber auch. Bewegte See. Zukunft wollen wir nichts erfahren. So, wir verkaufen wieder Tran. Preise sind momentan auch ziemlich stabil. Tran immer so bei 21, 22. Jetzt brauchen wir Salz. 3 Mark. Ja, kaufen wir mal 1000 Salz. Und müssen reparieren. 5316 haben wir noch. 16 Schiffe.
Ja, müssen wir da was verkaufen. Weil ich will ja weiter expandieren, das heißt, 3 Bauaufträge. Und dann schicken wir... Ne, machen wir erstmal hier Speicherkauf noch in Tönsberg. Senden, Speicherkauf, so. Eine Nystadt. Dann schicken wir 4 Schiffe nach Tönsberg, 4 nach Ystad. Geld ist jetzt auch wieder ein bisschen knapp, aber naja. Sie lösen einen Wechsel über 500 Last Pelze ein. Wow. Okay, das hilft jetzt wirklich ein bisschen weiter. Stürmische See. Schlecht. Ein Sohn. Die der Dritte. Manchmal geht's da Schlag auf Schlag. Zukunft. Nein, brauche ich nicht. 500 Pelze. Ah, die werden wir gleich verklopfen, würde ich sagen, oder? Zack. Und Tran und Wolle. Okay. Kleines Polster. Kaufen wir ein bisschen Salz. 1300. Und ist gerade günstig. Kaufen wir nochmal 1000. Ja. Dann reparieren wir. Und geben 3 Bauaufträge. Wahrsage. Achso, ja, der war ja nix. Die Zukunft, die uns zwar grundsätzlich interessiert, aber in dem Fall nicht. Schicken wir mal Schiffe 5 nach Ystad und Tönsberg. Und sind fertig. Der Lübecker Senat lässt ihr Vermögen schätzen. Sie haben 1866 Gebühr an den Schätzer zu zahlen. Ja. Okay. Bewegte See. Das ist gut. Tochter. Karin, die Zweite. Ausbessern, Umf, Takelage, Geld haben wir jetzt keins. Erstmal hier gucken, Wetterprognose, unerquicklich, das heißt wir schicken nichts, verkaufen aber Wolle und Tran. Salz brauchen wir nicht kaufen, Preis bei 4 auch, das heißt wir schicken Bauaufträge, klar, da noch 3 Bauaufträge machen. Am Anfang sind die Schiffe noch billig, hinterher kosten die dann ziemlich viel, also wenn man am Anfang ein bisschen Geld übrig hat, dann ruhig in Schiffe investieren. Schicken wir mal hier 2 Schiffe Tönsberg, 1 nach Ystad. Kinder hier, Krämer, 2 Monate, 1 Jahr, 4 Jahre, 6 Jahre. Andi der Zweite. Karin die Zweite ist allerliebst. Wie schön. Ja, hier müssen wir dann später auch für den Dombau da spenden und so. Kommt dann alles hinzu. Ja. So, fertig. Wollen Sie ein Schiff bergen? Ach, das ist auch immer so eine Sache. Diesmal war mal erfolgreich. Also im Prinzip 50-50. Stürmische See. Ja. Zukunft. Nein. Takelage Rumpf. Und. Geld haben wir nicht so viel. Also erstmal kaufen. Tran. Wolle. Immer noch nicht viel. Aber wir haben noch 1700 Salz auf Lager. Das heißt. Ja. Können wir erstmal hier schicken. Ystad 5. Tönsberg 5. Schauen wir mal, was da rauskommt. Bei einem Mondspaziergang werden Sie von einem Dieb überfallen, der Ihnen 860 Mal aus Ihrer Tasche raubt und eine große Beule am Kopf verpasst. Ah,
Stille See war, das ist die Entschädigung zumindest. Stille See ist gut. Da hauen wir alles raus. Ups, 10 noch hier. Die hat er irgendwie nicht mitgenommen. Das gibt ganz gutes Geld. Salzpreis leider bei 4, aber ich werde trotzdem kaufen. 1300. So, ausbessern. Rumpf, Takelage ist jetzt nicht viel, war ja super Wetter. Gehen wir noch 3 Bauaufträge hier raus und die Zukunft wollen wir nicht erfahren. Das heißt, ja, da waren wir. Ah ja, da waren wir fertig. Das heißt, Schiffe senden. Tönsberg 5. Üstad 5. Und Anteile, ja, könnte irgendwie mal was zurückkaufen, vielleicht 3 Stück, ja. Ihre Teilnahme an einem illegalen Würfelspiel im Goldenen Engel wird mit 530 Mark bestraft. Sie zahlen es mit einem Lächeln, da sie bei dem Spiel 1467 gewonnen haben. Kaufmann, Andi, wird hiermit das Privileg zuteil in die Kaufmannsgilde aufgenommen. Der Senat, 1367. Stürmische See, leider. Naja, gut. Rumpftakelage. Geld. Ja, Geld ist knapp. Zukunft wollen wir nicht. Dann verkaufen wir Tran und Wolle. Oh, 16 und 24. Nicht schlecht. Salz leider bei 4, aber ich kaufe trotzdem mal 1000. Und dann schicken wir Schiffe. Tönsberg 5, Üstad 5. Die diplomatischen Dienste erhalten sie vom Lübecker Senat. 500 Last Tran. Diplomat sind wir auch. Aber tobende See. Schlecht. Das kostet dann wieder 8%. Ja. Gut, Wetterprognose. Unerquicklich. Also schickt man nichts. Wir verkaufen aber Tran. Und wir verkaufen Wolle. Salz bei 3 Mark. Das heißt, wir kaufen 1000. Sind 1000 haben wir. Ja, nein. Na, schicken wir mal ein Schiff Tönsberg, ein Schiff Üstad aus 17.000. Anteile. Anteile kaufen. Ja, sind wir bei 45%. Ihre jahrelangen Handelsbuchaufzeichnungen werden überliefert. Sie gehen damit in die Geschichte ein. Na sowas. Das ist ja eine stürmische See. Hat die Wetterprognose auf jeden Fall recht gehabt. Wir haben 29 Schiffe. Wir werden alles verkaufen. Salzpreis bei 2 Mark. Okay. 1000. Wetter ist unerquicklich. Also schicken wir wieder nichts. Also zumindest eins. Eins nach Üstad, eins nach Tönsberg. Und dann fertig für die Runde. König Waldemar IV. Von Dänemark fordert von ihnen 1540 Zoll. Stürmische See. Gutes Wetter. Ja, das hört sich gut an. Da werden wir alles schicken, was wir haben. Sofern wir hier erstmal alles verkaufen können.
Salzpreis bei 2600, das reicht uns eigentlich. Na, 2900 müssten wir eigentlich haben. Ja, müssen wir wieder was verkaufen. Verkaufen wir mal 5. Und ihr seht es dann auch, also hier die Preise für den Anteil, die steigen natürlich. Je mehr Schiffe man hat, je mehr Kontore man hat, etc. Wir werden Schiffe senden. Tönsberg. Machen wir 20 nach Tönsberg und 6 nach Üstad. Und hoffen, dass der Wahrsager richtig liegt. Okay. Auch nur Salz einkaufen. Das war gerade günstig. 2 Mark ist halt, wie gesagt, das günstigste. Der Gewandschneider fordert 800 Mark für ihn für das neue Kleid ihres Weibes. Stille See. Ja, das hat sich jetzt gelohnt. 2000 Tran. Sehr gut. Wetterprognose wird unerquicklich. Ja, 2000 Tran. Zack. Und Wolle 800. Zack. 60.000. Das hört sich gut an. Dann kaufen wir direkt mal hier Salz. Und warum steht da jetzt 1100? Das war mir jetzt nicht ganz klar. Wir reparieren, machen 3 Bauaufträge. Und ja, war ja unerquicklich. Dann könnte man. Naja, wir werden mal auf jeden Fall einen Speicher kaufen in Tönsberg 1 und in Üstad 1. Und dann kaufen wir auch mal Kanonen. 20 in Tönsberg, 20 in Üstad, 20 in Lübeck. Sehr gut. Und dann senden wir Schiffe 5 nach Tönsberg, 5 nach Üstad. Und noch 20.000, gar nicht so schlecht. Also die Stille See hat sich wirklich gelohnt. Können wir eigentlich noch Anteile zurückkaufen? 20.000. Oder behalte ich mir da mal was auf? Ja, wir werden ein paar zurückkaufen. 5 Stück. Ja. Haben wir da 45%. In diesem Jahr hat sich nichts Ungewöhnliches ereignet. Sowas. Stille See. Schade. Das wäre natürlich jetzt optimal gewesen. 2-mal hintereinander Stille See und 2-mal voll schicken. Das hätte ordentlich Geld gebracht. Zukunft wollen wir nicht erfahren. Wir verkaufen den Tran. Und wir verkaufen die Wolle. Jetzt ist der Salzpreis bei 4. So, gut. Dann schicken wir Tönsberg 7, Üstad 7. Wir wissen es ja nicht. Ja, Dombau, wie gesagt, können wir mal was spenden hier, die ersten 5.000. Insgesamt muss man, glaube ich, 30.000 oder so, oder 70.000, weiß ich jetzt nicht 100%, muss ich nochmal nachgucken. Hatte ich zumindest mal gelesen, nochmal 5 Anteile kaufen. Ein Bettler klopft an die Tür, geben sie ihm 150 mal seine kranke Familie, ja klar, selbstverständlich. So, stürmische See. Das war, naja, gut. 8% reparieren. Geld ist knapp. Alles verkaufen. Das heißt, die Anteile, die wir eben gekauft haben, da werden wir jetzt wieder welche verkaufen müssen. Mal sehen. Salz bei 4 auch teuer. Ich kaufe trotzdem 2000.
Zukunft, nein. Und wir senden 7 nach Tönsberg, 7 nach Üstad. Ah, Geld reicht eigentlich dann noch. Sie haben auf Ihrer Handelsfahrt nach Üstad einen neuen Streckenrekord gesegelt. Ja, das ist ja schön. Bewegte See. Okay. Wetterprognose. Unerquicklich. Der wird halt auch immer teurer, ne? Also, jetzt will er hier schon ordentlich Geld sehen für seine Prognose. Wir verkaufen alles. Wolle bei 18, nicht schlecht. Salz leider bei 5. Aber gut, muss man halt kaufen. Ja, ist halt eben so. So, reparieren, Rumpf, Takelage. 32 Schiffe. Schon nicht schlecht. Da können wir wahrscheinlich dann bald nochmal ein Konto eröffnen. Ich schicke jetzt erstmal 5 Neustadt, 5 nach Tönsberg. 22 Schiffe noch da. Das heißt, wir können noch ein paar Anteile zurückkaufen. 55% im Besitz. Sehr gut. Ein kinderloser Freund hinterlässt Ihnen 2 Kocken. Ah, schön. Ruhige See. Auch schön. Wetterprognose. Es wird unerquicklich. Also schicken wir nichts. Wir verkaufen unseren Tran. Und wir verkaufen unsere Wolle. 2000 Salz haben wir noch. 4 Mark. Lass mal reparieren hier. 2 Kocken haben wir dazu bekommen. Hm. 34 Schiffe. Senden wir erstmal hier 2 Schiffe. 2 Schiffe. Man könnte auch immer ein Schiff senden. Ja, das. Wenn 2 Schiffe bringen halt vielleicht ein bisschen mehr mit heim. Wir kaufen nochmal Anteile. 5, das heißt 60% jetzt. Ein wandernder Quacksalber bietet Ihnen für 52 Mark ein Wundermittel zur Steigerung. Ja, naja. Alles gekauft. Ruhige See. Wetterprognose unerquicklich. Wolle, Tran, alles verkaufen. Wir kaufen Salz beim Preis von 3. 2000. So. Da ist ja nicht viel zum Ausbessern. Da könnte man nochmal drüber nachdenken, nochmal Schiffe nachlegen. Aber 34 ist auch ganz okay. Ich schicke mal 3 und 3. Sie leiden an Schwindelgefühlen nach der Einnahme des Wundermittels. Arztkosten 570. Ja, der Quacksalber. Ha, die Zukunft interessiert uns nicht. Tran verkaufen, Wolle verkaufen. Salz bei 4. Ja, wir haben noch 3000. Wir reparieren Rumpftakelage. Und senden 6 Schiffe und 6 Schiffe. Auf hoher See. Die Überreste. Leinenballen in ihre Obhut. 200 Stück. Ruhige See. Sehr schön. Leider zu wenig geschickt. Leinen. 200 verkaufen. Tran. Verkaufen wir auch alles. Der eine wollte nicht. Wolle. Alles verkaufen. Salz. Ja, weil wir halt jetzt wieder ein bisschen kaufen müssen. 35 Schiffe hätten wir jetzt was da. Naja. Gut.
reparieren wir kurz. 30 ist eigentlich schon ganz okay. Wir könnten dann nochmal langsam drüber nachdenken. Ich schicke jetzt alles. 20 nach Tönsberg, 15 nach Üstadt. Und wir könnten halt drüber nachdenken, mal. Bergen sind Pelze. Ja, kommen wir bergen. Und im nächsten Jahr mal schauen, dass wir dann Speicher kaufen. Labaskus hat die Mägen der gesamten Familie verstimmt. 50 Mark pro Nase. Ruhige See. Ja, exzellent. Das hat sich wieder gelohnt, die Fahrt. Zukunft wollen wir nicht. Wir verkaufen aber alles. Mit diesem Geklicke manchmal. Ah. Gut, jetzt brauchen wir natürlich mehr Salz. Und der Wahrsager wollte ja nicht. Was haben wir dann? 35. Na gut, kaufen wir erstmal Speicher in Bergen. 3 Stück. Und kaufen Kanonen in Bergen. 20 Stück. Jetzt sollte irgendwie dann, nee, es wird bestimmt mal ein Angriff kommen. Sollte man sich ein bisschen ausrüsten da. Reparieren. Und dann schicken wir 6 nach Stadt, 6 nach Tönsberg, 3 nach Bergen. Eigentlich immer noch ziemlich viel Geld. Heißt, wir kaufen Anteile zurück. Und zwar 10 Stück. Dann stehen wir bei 70%. Das ist schon ordentlich. Wohnhaus wird durch einen Blitz beschädigt. 2600 Mark. Großkaufmann Andi, hier wird das Privileg zuteil, in die große Gilde eingelassen zu werden. Der Senat im Jahr 1380. Tobende See. Okay. Wetterprognose unerquicklich. Dann wollen wir nichts schicken. Pelze haben wir 70. Naja, nicht so gelohnt, aber okay. Wolle. Wolle ist immer noch ein guter Preis. Salz ist schon bei 5 jetzt. Dann wird repariert. Takelage, Rumpf. Schick nach Bergen ein Schiff, nach Tönsberg ein Schiff und nach Üstadt ein Schiff. Wir können nochmal schauen. Lohnt jetzt nicht. Lassen wir das Geld mal im Sack. Ihnen wird von der Bank ein Kredit in Höhe von 12.000 Mark zu 2% Zinsen mit 3 Jahren Laufzeit angeboten. Nehmen Sie an? Nö, brauche ich ja nicht. Stürmische See. Kredit brauchen wir jetzt keinen. Wetterprognose. Normal. Ja, bei normal, ja, da kann man dann entscheiden, ob man mal auf Risiko geht und irgendwie vielleicht mal alles schickt. Wir verkaufen auf jeden Fall alles. Kaufen noch 2000 Salz. Reparieren. Und das Wetter, ja. Schicken wir mal 10 nach Tönsberg, 10 nach Üstadt und 5 nach Bergen. Aber kein Geld mehr. Schuldturm sollte man halt auch vermeiden, weil man verliert halt ein Jahr. Die Mannschaft der Kocken nach Üstadt hat an der Kneipe zur bunten Kuh eine Orgel gefeiert. 5 Kocken fahren nicht los. Na super. Bewegte See. Ja, Schuldturm vermeiden, wichtig, weil man verliert halt einfach ein Jahr, in dem man nichts machen kann. Wir verkaufen alles. Tran. Ja, Wolle. Okay. Salz bei 4. Ich werde trotzdem 2000 kaufen. Wir reparieren.
Rumpf und Takelage. Und Neustadt. Wir senden 7 Neustadt, 7 nach Bergen und ja, 5 nach 5 nach Bergen, 7 nach Tönsberg, so. Genau. Im Wohnhaus ist vollkommen veraltet. Die Erneuerung kostet 2800 Mark. In Lübeck ist das Schmuckstück jetzt Stadtgespräch. Na sowas. Tobende See. Nicht schön. Da werden wir jetzt ein bisschen in Geldnot kommen. 14%. Okay. Kein Geld mehr. Erstmal alles verkaufen. Salz bei 3. Ja, okay. Reicht. Ja. Zukunft wollen wir nicht wissen. Senden. Ja. Relativ wenig Geld jetzt hier. Nochmal 7 nach Üstad, 7 nach Tönsberg und 5 nach Bergen. 1000. Die Kanonen ihrer Schiffe müssen general überholt werden für alle 35 Kanonen. Ja, und schon sind wir im Schuldturm. Wie ich es gesagt habe, also da kommt mal ein schlechtes Ereignis und dann. Und dann sind wir noch gestorben. Das ist ja, kommt ja alles zusammen hier. Wahnsinn. Großkaufmann Andi verstarb Anno Domini 1386 in einem arbeitsreichen Leben im Alter von 49 Jahren. Jetzt können wir entscheiden, wer uns hier beerben soll. Karin die Zweite ist die Älteste, dann der Andi, der Andi der Zweite ist der Älteste. Nee, der Jüngste, so. Eigentlich sollte man dann versuchen, immer mit dem Jüngsten weiterzumachen, weil das erhöht natürlich die Chancen, länger zu spielen. Ja, wir verkaufen alles. Also war ja sehr ereignisreich hier. Alles gekauft, also alles in Schuldturm gekommen, gestorben. Gut. Wir machen einfach weiter. Alles hier reparieren. Geld ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wetterprognose unerquicklich. Das heißt, wir werden dann auch nichts senden. Und 35 Schiffe. Salzpreis ist bei 5. Naja, gut. Trotzdem was kaufen. Und ja, können Bergen vielleicht mal hier auffüllen auf 5 Speicher. Und werden dann Schiffe senden. Dementsprechend eben wenig. So. Sie haben von der Affäre der Bürgermeister mit der Mägde erfahren. Nee, mache ich nicht. Thank you.
Und ja, es geht weiter hier. Und wir sind gestorben. Na, Junker Andi der Dritte verstarb Anno Domini 1415 nach einem arbeitsreichen Leben im Alter von 51 Jahren. Ja, Andi der Vierte, Andi der Dritte, Andi der Erste. Andi der Dritte ist noch zu jung mit 12. Ja, schade. Dann nehmen wir Andi den Zweiten. 17. Ja. Los geht's. Wir haben hier Pelze. Die haben wir verkaufen. Tran verkaufen wir. Honig verkaufen wir. Wolle verkaufen wir. Salz legen wir noch ein bisschen nach. Dombau sieht auch schon ganz gut aus. Kurz reparieren. 40 Schiffe. Wetterprognose. Unerquicklich. Ja. Das heißt, wir werden nicht viel schicken. Ich schicke mal noch Tönsberg 1, Üstert 1, Bergen 1, Warberg 1, Novgorod. Jetzt lassen wir erstmal. Geld haben wir eigentlich ziemlich gut. Können wir hier in Novgorod nochmal ausbauen auf 5. Und Kanonen. Da Üstert. Ja, da war der Angriff. Das heißt, 6 Kanonen nach Üstert. Okay, Anteile 100%, das passt. In diesem Jahr hat sich nichts Ungewöhnliches ereignet. Diplomat Andi der Zweite wird hiermit das Privileg zuteil, in die Gewandschneidergilde eingeladen zu werden. Ja, sehr schön. Stürmische See. Pelze verkaufen, Tran verkaufen, Honig verkaufen, Wolle verkaufen. Salz haben wir noch genug. Jetzt reparieren. Wetterprognose. Gutes Wetter. Ja, das ist doch toll. Dann schicken wir nach Tönsberg 10, Bergen 8, Novgorod 8. Warberg 8, Üstert 6. Okay. In Lübeck wurde ihnen 11.093 Mark gestohlen. Ja, wer trägt das dann mit sich rum? Hallo? Stille See. Gut, das entschädigt so ein bisschen. Wir verkaufen Pelze. Tran. Alles hier sehr ordentliche Mengen. Honig. Honig. Zack, zack. Ja, und was ist jetzt? Will er nicht? Kann er nicht? So, 5 Wolle. Okay. Salz. Ja, kaufen. Rumpf. Zukunft interessiert uns nicht. Das heißt, wir werden weniger schicken. Üstert 4, Tönsberg 6, Bergen 4, Warberg 5, Novgorod 4. Okidoki. Dann können wir Speicher kaufen in Malmö 5. Kanonen Malmö 5. Immer noch 74.000. Das ist eigentlich ziemlich okay, würde ich sagen. Ne? Also ganz gut hier gewirtschaftet die ganze Zeit. Könnte man noch ausbauen? Visby Riga? Oder? Ja, lass mal erstmal. König Erich der Siebte belagerte Kunden Tönsberg. Schaffer Andi der Zweite wird hiermit das Privileg zuteil, in die Zirkelgesellschaft eingeführt zu werden. Und es war Stille See. Also eine wunderschöne, verwegene Dame. Mit gutem Leumund. Nee. Wunderschön verwegen. Ja. Okay, wir verkaufen Pelze.
Wir verkaufen Honig. Den einen würde ich auch gern verkaufen. Danke. Wolle. Alles verkaufen. Salz. Kaufen einfach was dazu. Jetzt reparieren. Ist ja nicht viel zum Reparieren. Wetterprognose. Gutes Wetter. Ja, sehr schön. Dann Tönsberg 10, Bergen 10, Novgorod 8, Warberg 7. Dann schicke ich nach Tönsberg noch ein paar mehr. Gut, Speicherkauf in Visby 4, Kanonen Visby 20. Riga. Okay. König Janusz der Siebte belagert der Kontor in Tönsberg. Ja, bewegte See, okay. Wir können Pelze verkaufen, Tran verkaufen, Honig verkaufen, Wolle verkaufen, kaufen Salz, Pelze. Wollte nicht alles verkaufen, also 47. Das passt. So, jetzt Tagelage, Rumpf, passt auch. Zukunft wollen wir nicht wissen. Das heißt, wir werden weniger schicken. Östert 4, Tönsberg 5, Bergen 4, Warberg 5, Novgorod 4. Das passt. Und dann sind wir eigentlich hier für die Runde wieder fertig. Der Holzbock, den bekämpfen wir. 66 Mark. Und? Oho! Zum Bürgermeister zu Lübeck wird hiermit ernannt Andi der Dritte, gezeichnet der Senat im Jahr 1451. Wir sind durch. Ja, 1451, bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt gut, schlecht ist. Man könnte tendenziell wahrscheinlich früher fertig werden. Kommt immer ein bisschen auf die Ereignisse an. Letzten Endes geht es darum, möglichst viele... Ja, Schiffe am Anfang bauen, damit man was schicken kann. Immer den Wahrsager eigentlich benutzen. Und nach und nach die Kontore dann bauen, ist anscheinend auch alles wichtig. Und ich glaube 80.000 waren es dann für den Bau der Kirche, die man dann spenden muss. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Let's Play hier gefallen. Ich habe es, wie gesagt, ein bisschen zusammengeschrumpft, weil, ja, sonst wird es dann doch zu lange. Vielleicht mache ich die Uncut-Version dann auch nochmal rein. Sind, glaube ich, dann um die 3 Stunden. Ja, ich möchte mich an der Stelle dann von euch verabschieden. Bleibt stabil. Und wer Lust und Laune hat, darf natürlich gerne den Kanal abonnieren.
Oder auch das Interview mit dem Ralf Glau sich gerne mal anschauen, auch sehr interessant. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.